ganz, ganz herzlich willkommen zur Premierenveranstaltung vom Club der fetten Dichter. Unser gemeinsames Buchprojekt The Wall. Wir werden es heute Abend vorstellen. Ihr kennt uns nicht. Also ich bin zum Beispiel der Thomas Thiemeier. Ich werde heute Abend so ein bisschen moderieren. Die Gruppenmitglieder werden sich einfach der Reihe nach vorstellen. Ist, glaube ich, am praktischsten. Werden ein bisschen was darüber erzählen, was sie bisher gemacht haben, was sie geschrieben haben. Ja, ich habe mir so vorgestellt, bevor wir mit unserer Story loslegen und mit uns, würde ich ganz gern erstmal ein paar Danksagungen loswerden. Zuallererst mal dem Herrn Wanderer ein herzliches Dankeschön, dass er sich bereit erklärt hat, uns hier reinzulassen in diese tolle Location, die übrigens der Uwe ausfindig gemacht hat. Da können wir ihm anschließend noch ordentlich gratulieren. Dank auch an Anker und den Stuttgarter Blogger-Stammtisch. Wir sind eine Menge. Wir sind eine Menge Buchfreunde mit dabei, die alle berichten werden, die schon im Vorfeld berichtet haben über unser Projekt. Ich begrüße euch. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich den Hut auch verhalte, aber ich verkühle mir mein Lockenköpfchen immer so bei dieser Kühle. Und ich als Methuselix dieser Gruppe hier hoffe, dass die Folge des Vorstellens nicht in der Reihenfolge des Ablebens entsteht. Also, mein Name ist Oppermann, Hermann Oppermann. Ich wurde im Jahre 1937 in Hannover geboren, packte selben Jahres noch Windeln und Eltern ein und zog nach Braunschweig. Wer meinen Namen eingibt bei Google, der findet mich sofort. Und ja, da kann ich nur noch beim Lesen viel Spaß wünschen. Ich bedanke mich. Super. Also, ich erzähle nichts von meinem Leben. Ich bin Schriftsteller seit über 20 Jahren, habe auch genauso viele Bücher geschrieben, ich glaube jetzt sind es 21. Ich glaube viele von euch kennen mich. Ich habe als Kinderbuchautor begonnen, habe dann aber auch Erwachsenenbücher geschrieben und aktuell, nachdem ich Damian geschrieben habe, die Duologie, jetzt das Labyrinth, die Labyrinth-Trilogie und dafür auch jetzt einige Preise gewonnen. Das war's eigentlich schon. Danke, weiter also. Mein Name ist Oliver Kern, ich bin seit ungefähr 5 Jahren, glaube ich, mittlerweile beim Club der fetten Dichter. Ich bin vom Rainer entdeckt worden, sage ich jetzt mal, so profan. Stimmt auch so ein bisschen, Rainer hat mir so ein bisschen Anschub gegeben, was meine Schriftstellerkarriere anbelangt. Und aktuell schreibe ich für Lux Egmont eine Krimi-Reihe und im Dezember kommt der zweite Band raus. Ich bin Uwe Laub, ich bin 1971 geboren. Oh. Ich kriege mal den Krieg schon aus. Nein, ich mache es nicht. Ich schreibe für Ullstein, habe letztes Jahr meinen Debütroman Blowout veröffentlicht. Rainer und ich, wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren. Nicht durch die Schriftstellerei, sondern von privater Seite. Irgendwann vor 5 Jahren haben wir uns mal wieder getroffen und ich meinte dann zu ihm, Mensch Rainer, du schreibst doch noch, oder? Du bist doch noch Autor und naja, ich habe da auch mal was geschrieben und magst es dir mal anschauen? Mich würde deine Meinung interessieren. Rainer hat es angeschaut, hat gemeint, naja, gar nicht so schlecht, könnte man noch ein bisschen dran feilen. Und so sind wir dann über die Schriftstellerei wieder zusammengekommen. Er hat mich zum Club der fetten Dichter eingeladen, bin mittlerweile seit etwas mehr als 2 Jahren dabei. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt gemeinsam das Projekt veröffentlichen. Und ich hoffe, euch gefällt es dann. Hallo, ich sage es ganz langsam, weil mein Name ein bisschen kompliziert ist. Boris von Smercek, für den Adelstitel halte ich nichts, da werde ich oft danach gefragt. Hat irgendein Opa von mir einen Hügel gestürmt im Ersten Weltkrieg? Aber keine. Ich war noch nicht dabei. Ja,
ich schreibe jetzt ungefähr seit 20 Jahren, habe jetzt nicht ganz so viel wie der Rainer veröffentlicht, ich glaube 13 Bücher sind es jetzt insgesamt, auch hauptsächlich Thriller. Bin jetzt im Club der fetten Dichter seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren. So um den Dreh rum jedenfalls, also eine gefühlte Ewigkeit jedenfalls. Ja, und freue mich da heute Abend so ein bisschen was zu präsentieren. Die Ursprünge vom Club der fetten Dichter gehen ungefähr zurück ins Jahr 1994. Da habe ich nämlich den Rainer kennengelernt in Stuttgart. Der hat mich einfach angerufen, ne? Dort angerufen, ja. Und dann haben wir uns kennengelernt, hat er mich besucht, wir haben uns sofort gemocht und haben uns seitdem regelmäßig getroffen. Kurze Zeit darauf habe ich den Andreas Eschbach kennengelernt, der damals auch noch in Stuttgart wohnte. Und da ich von seinen Büchern so begeistert war, habe ich ihn kontaktiert, angerufen. Ja, und 1999 kam dann noch der Michael Marak dazu. Das war eigentlich so dieses Kleeblatt, was den Kern des Clubs der fetten Dichter darstellt. Also da haben wir uns dann auch tatsächlich offiziell so genannt. Und da wir uns immer im Steakhouse getroffen haben und fette Steaks verdrückt haben, kam irgendwie dieser Begriff aus. Also abgeleitet natürlich vom Club der toten Dichter, von dem Film. Und so ist es entstanden. Und irgendwann kam es wieder auf, kam im Club auf. Und der Oliver war begeistert und der Uwe war begeistert und Hermi war begeistert. Alle haben gesagt, Mensch, tolle Sache, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann bin ich auch eingeknickt. Nach langem, langem Zureden. Und so ist dann dieses Projekt entstanden. Wir haben uns nämlich überlegt, Mensch, was könnte man denn zusammen machen? Ist ja gar nicht so einfach, ne? Soll jeder eine Idee entwickeln? Sollen wir Kurzgeschichten rausbringen? Wir haben gesagt, nee, Kurzgeschichten mögen wir eigentlich nicht so. Lesen wir auch nicht wirklich. Es soll schon ein Roman werden. Ne? Aber wie schreibt man zu 6. Roman? Und dann haben wir uns überlegt, jeder macht einen Vorschlag. Ganz einfach. Er denkt sich eine Story aus, eine Story, die sich vielleicht durch 6 teilen lässt, indem man 6 Protagonisten kreiert, entwirft und die alle ihre Story erzählen und alles zusammen gibt dann eine Geschichte. Ja, und dann haben wir uns, ich weiß nicht genau, wann war das, 2012, glaube ich. Ja, Juli 2012. Juli 2012 haben wir uns zum ersten Mal getroffen und haben so diese Ideen vorgestellt, die jeder ausgebrütet hat. Und ja, es waren tolle Ideen dabei, wirklich wahr. Also abenteuerlich und ganz unterschiedliche. Ja, und wie es dann so passierte, meine Idee wurde gewählt. Und so ist jetzt das Buch The Wall entstanden. Jeder von uns hat einen Teil geschrieben. Jeder Teil umfasst ungefähr 100 Seiten. Es ist ein reines E-Book-Projekt, das muss ich gleich sagen. Wir überlegen natürlich noch, ob es eventuell als Printausgabe am Schluss, wenn alle Teile dann im Netz veröffentlicht wurden, ob wir es dann als Print rausbringen. Was ist es jetzt geworden? Es hat auch was, oder vor allem auch was mit dieser Location hier zu tun. Das ist nämlich kein Zufall, dass wir hier sind. Die Story beginnt in einer Höhle. Haha. Und zwar geht es um ein paar Leute, eine Gruppe von Leuten, die in einer Höhle erwachen und keine Ahnung haben, wie sie dorthin gekommen sind. Ich will nicht allzu viel von der Story verraten, weil es ist eine Mystery-Story, die sehr darauf baut, dass die Geheimnisse gewahrt bleiben. Wir werden gleich ein Stückchen aus dem Anfang hören. Und was wir uns gedacht haben bei der Geschichte, das will ich einfach noch ganz kurz einflechten, ist, eine Serie zu machen, die so ein bisschen in die Richtung von Lost geht. Okay. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, war vor ein paar Jahren ein absoluter Straßenfeger. Da ging es darum, dass Leute auf einer Insel landen, ebenfalls ohne zu wissen, wie und was. Und man erfährt viel über die Personen, es passieren mysteriöse Dinge. Und das Ganze war ungeheuer spannend inszeniert. Und das war bei uns so ein bisschen die Initialzündung, oder bei mir zumindest, dass ich gedacht habe, so kriegt man dieses Konzept auf die Beine, dass 6 unterschiedliche Leute an einem Buch schreiben, indem man nämlich die Story aus 6 unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt. Ja, das ist The Wall. Wann geht's los? Jetzt? Ach so! Nein,
Ab morgen könnt ihr das runterladen. Ihr könnt jetzt was hören, aber ab morgen könnt ihr da. Ab morgen wird der erste Teil veröffentlicht und dann kommt er im zweiwöchentlichen Rhythmus. Sechs Teile sind's. Wie gesagt, am Schluss hat das Ding 600 Seiten. Und wir hoffen natürlich, euch damit so fesseln zu können, dass ihr bis zum Ende durchhaltet. Ja, ich hoffe, es war so gut, dass ihr alle das Buch lesen werdet. Jawohl, das machen wir. Wie war's? Super war's, absolut. Perfekt, Mats. Super. Ich muss mich beeilen. Wie war's? Gut. Super. Ja. Absolut episch. Episch, oh, tolles Wort, ich liebe es. Ekstatisch. Nein, ich fand's echt toll. Spaß habt ihr das?